ich liebe Erdbeeren. Könnte ich mich reinlegen. Hi Freunde, Kevin Skopfer hier, euer Spezi in Sachen Illustration und Videografie. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ich dieses fruchtige Herz hier gezeichnet habe. Das heißt, wir werden heute wieder mit Affinity Designer arbeiten, denn wir werden mit Vektoren zeichnen. Ganz viel Spaß dabei. So, wir fangen auch direkt an. Ich bin hier bereits in Affinity Designer und mache mal mit meinen Lieblingseinstellungen ein neues Dokument auf. 2000x2000 Pixel, 72 dpi, ganz genau, mit den Web-Einstellungen erstellen. So, und jetzt habe ich hier eine quadratische Fläche. Ich fange jetzt erst einmal wieder an, mir Referenzen zu suchen, nach denen ich abzeichnen kann. Das geht einfach deutlich schneller. Ich kann es natürlich auch aus dem Kopf zeichnen, aber dann wird es wahrscheinlich etwas schlechter und ich brauche einfach länger. Und wenn man im professionellen Umfeld arbeitet, ist es absolut gang und gäbe, dass man Referenzen benutzt. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. So, ich habe mir jetzt die erste Referenz kopiert. Einfach aus Google, Command V zum Einfügen. Ich mache sie mir ein bisschen größer und drehe sie mir mal so. Ich gehe mit Alt und dem Scrollrad rein und dann fange ich mal an, das Ding nachzuzeichnen. Übrigens, unnützes Wissen am Rande, Bananen, so wie man sie im Laden kaufen kann, können sich nicht selbst reproduzieren, weil sie genetisch so überzüchtet sind, dass sie einfach nicht mehr dazu in der Lage sind. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass der Mensch sie praktisch künstlich nachzüchtet. So, jetzt habe ich hier mit ein bisschen unnützem Wissen geprahlt und jetzt fange ich an, die Banane nachzuzeichnen. So, das muss jetzt nicht mega genau sein, was ich hier mache, aber so ungefähr. So, und jetzt seht ihr auch schon, warum es definitiv ratsam ist, mit Referenzen zu arbeiten. Wenn ich das ganze Ding aus dem Kopf malen würde, dann bräuchte ich halt einfach deutlich, deutlich länger. Ich kann mit den Tangenten natürlich auch noch die Banane im Nachhinein noch verändern. Das heißt, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich direkt im ersten Durchgang die Form perfekt treffe. So, damit habe ich die grundsätzliche Form der Banane schon mal erstellt. Ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Gelb als Grundlage, ja, und sage, ich mache die noch ein bisschen mehr ins Richtung rötlicher und noch ein bisschen knackiger gelber. Kontur brauche ich hier nicht. Ich gucke einfach mal, was ich noch an Details ergänze. Es soll nicht zu detailreich werden, ich will ja nicht zu lange an dem Bild arbeiten. Das heißt, ich kopiere mir jetzt erst einmal diese Banane, Command C, Command V. Habe mir jetzt eine Kopie erstellt, schalte mir diese Bananenebene jetzt mal aus und mache mir mit einer neuen Ebene mal hier eine Fläche, wo ich dann noch einen Glanz erstellen werde. Mit A wähle ich mir den kleinen weißen Pfeil aus, um hier die Tangenten anzuwählen. Hier möchte ich noch eine zweite Tangente haben, da gehe ich hier drauf. So, das hier noch ein bisschen mehr rein. Ist jetzt alles so ein bisschen Pi mal Daumen, aber ist ja okay. So, das fülle ich mir jetzt einfach mal gerade irgendwie. So, jetzt wähle ich mir beide Ebenen aus, gehe hier auf Dividieren und dann habe ich mir hier diese Fläche erstellt. Jetzt kann ich mir die untere Ebene auch wieder reinholen. Die habe ich mir nur ausgestellt, damit ich die hier besser sehen kann. Und jetzt gehe ich mit dem Verlaufswerkzeug rein und mache hier noch einen kleinen Verlauf rein. Ich nehme mir hier mal die Originalfarbe der Banane. Zack. Und hier mache ich mal dieselbe Farbe, aber etwas heller. Sagen wir mal so. Ich glaube, ich mache mir das hier einfach auch noch weg. Das braucht eigentlich kein Mensch und lasse die Banane einfach so, wie sie ist. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich denke, ich mache noch eine Ebene hier rein. Noch einmal.
einmal schnell einfärben. Und noch einmal die Banane kopieren, Command C, Command V, drunter schieben, beide anwählen, dividieren und noch einmal mit dem Verlaufswerkzeug rangehen. Dieses Mal mache ich so einen leichten Verlauf da rein. Ja, ich denke, ich lasse es jetzt erst einmal so. Das Bild hier kann ich mir jetzt rauslöschen und die Banane, die... Ja, wobei, ich glaube, ich mache mir doch noch hier unten so eine kleine braune Stelle. Ich glaube, so ein kleines bisschen Detail tut dem Ganzen doch noch ganz gut. Einfach hier so eine grobe Auswahl. Einmal hier braun einfärben, nochmal die Banane kopieren, beide auswählen, dividieren und nochmal braun einfärben. Ja. Das gleiche mache ich mir doch nochmal hier oben. Ich glaube, das tut dem Ganzen doch nochmal ganz gut. So, sagen wir mal so. Mhm. Diese eben nochmal kopieren, rüberziehen, beide auswählen, dividieren, nochmal braun einfärben. Jawohl, so sieht es gut aus. So, alle Ebenen mal markieren, Command G für kopieren. Und schon habe ich mir hier eine Gruppe erstellt mit Banane. Okay, dann habe ich hier schon mal die erste Frucht. Was kann ich mir jetzt als nächstes aussuchen? Ich gucke nochmal bei Google. Ich glaube, ich fahre mal fort mit einer Erdbeere. Das hier ist sehr, sehr schön, finde ich. Das ist typisch Erdbeere. Grafik kopieren und wieder zurück. Command V einfügen. Ich mache mir das mal hier ein bisschen gerader. Ich kann mir auch hier dieses Bild einfach mal mit Command L locken, ja, also das Schloss mit dazu packen. Ich kann auch hier wieder hingehen, das Schloss entfernen oder ich gehe hier drauf und mache das Schloss an. Dann kann ich hier klicken, wie ich will. Ich verändere nicht aus Versehen diese Auswahl. So, dann gehe ich nochmal ran und fange erst einmal mit dem Fruchtfleisch an. So, hat auch selber fast schon die Form eines Herzens, fällt mir gerade auf. Oh, ich liebe Erdbeeren. Könnte ich mich reinlegen. Ich pick mir jetzt erstmal hier nochmal das Rot raus. Guck mal, wie es aussieht. Ja, das ist ein echt schönes Rot. Das geht so ein bisschen, es geht schon hier fast so ins Violette rein. Das ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, ich mache mir so ein paar von diesen Samen hier. Ja, ich glaube, die mache ich mir ein bisschen gelb, nicht zu knallig. Mhm. Gut, das kopiere ich mir jetzt einfach dahin, wo hier auch die entsprechenden Stellen sind. Okay, jetzt habe ich so einige Kerne mal erstellt und jetzt mache ich mal Trick 17. Und kopiere mir einfach diese Kerne hier, Command C, Command V, noch einmal hier rüber, horizontal spiegeln, so, und die kopiere ich mir jetzt einfach mal hier hin, um mir die Arbeit mal ein bisschen zu erleichtern. Die kann ich mir jetzt noch ein bisschen hier anpassen. Okay, das reicht jetzt auch erst einmal. Als nächstes mache ich mir das Grüngestrüpp hier oben. Muss auch noch ein bisschen was Grünes haben hier. Erstmal den Stängel. Zack, 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 zack. Ganz kurz. Ups. Abschließen. Ich suche mir erstmal hier einen schönen Grünton raus. Mal gucken, wie der rüberkommt. Ja. Vielleicht noch ein bisschen heller. Sagen wir mal so. Dann machen wir noch ein bisschen Blättergedöns. Ich nehme mal diese Farbe hier und mache die mal ein kleines bisschen heller. Ja. Das kopiere ich mal, Command C, Command V. Setze das mal hier drunter.
und mache das mal ein kleines bisschen dunkler. Mit A das Auswahlwerkzeug aktivieren und mal ein kleines bisschen das Blatt verändern. So, dann haben wir jetzt hier schon mal die Erdbeere und ich kann mir das Referenzbild rausflächen, weg damit, und die ganzen Ebenen, die zur Erdbeere gehören, Command-G für gruppieren. Schön, dann habe ich jetzt schon mal zwei Früchte, bleiben nur noch ein paar von den ganzen Früchten, die es gibt. So, ich habe mir jetzt hier noch ein Referenzbild für Trauben kopiert. Das locke ich mir auch mal mit Command-L, damit ich das nicht aus Versehen verschiebe. Ich fange erstmal mit diesem richtig coolen Blatt hier an. Zack. Ups. Zack. Zack. Nicht zu viele Details. So, ich picke mal hier nochmal das Grün raus. Mal gucken. Ich glaube, das hier ist ganz schön. Ja, finde ich nicht schlecht. Vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr Sättigung. Ja, sagen wir mal so. Das deaktiviere ich mir erstmal, diese ganze Ebene. Schauen wir mal nach den Trauben. Trauben finde ich auch richtig geil. Okay, sagen wir mal so ein bisschen oval. Ich ziehe mir jetzt auch nochmal hier das Grün raus. Ja, ich finde, das ist eigentlich schon ein sehr schönes Grün. Mhm. So, dann mache ich mir noch einen kleinen Verlauf hier rein. Und den mache ich mir radial. Ja. Sieht eigentlich so schon nicht schlecht aus. Ich mache noch eine zweite Farbe hier rein. Und hier in der Mitte mache ich mir mal einen richtig hellen Grünton. Ja, sagen wir mal so. Ich glaube, ich werde es einfach nur bei so einem kleinen Glanzpunkt belassen. Ja, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Command C, Command V. Die kopiere ich mir jetzt ein paar Mal hier, diese Traube. Command C, Command V. Bisschen kleiner. Und in der Ebene darunter. Hier das Grün mache ich mir ein kleines bisschen dunkler. Nur ein kleines bisschen. Command C, Command V. Und um jetzt zu verhindern, dass hier noch so viele weiße Flächen rausgucken, werde ich noch eine neue Ebene darunter aufziehen. So, jetzt. Jetzt haben wir's. Nein, nein, nein. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Hier fehlt noch einer. Ja, ja, viel besser. Viel besser so. Okay, um zu verhindern, dass jetzt hier noch weiße Flächen durchblitzen, werde ich noch eine zusätzliche Ebene darunter aufziehen. Nicht großartig auf Traubenformen achtend. Einfach nur gucken, dass da, wo jemand noch weiß durchblitzt, dass ich da eine etwas ja, dass ich da noch eine Form hatte drunter habe. Mhm. So, wunderbar, ist doch schon ganz cool. Wenn man genau hinguckt, dann findet man immer doch noch ein kleines bisschen, was man verbessern kann oder verbessern möchte. Man muss nur versuchen, den Augenblick zu erwischen, ab dem man alles nur noch verschlimmbessert. Und ich glaube, dieser Augenblick ist jetzt erreicht. Ab jetzt verbessere ich das Ding nicht mehr. Oder vielleicht doch. Ja, ja, jetzt, jetzt. Nein, nein. Nein, das muss noch hier rüber und das muss noch hier auf angepasst werden. So, jetzt ist gut. Jetzt mache ich nichts mehr. Alles gut.
Ich packe mir nochmal das Blättchen hier rein. Das Blatt mache ich mir mal ganz nach. Oder nein, 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 Moment, 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 Moment. Ich mache mir einmal ein kleineres Blatt dahinter. So, das mache ich mir auch noch ein bisschen dunkler. Und ich kopiere mir das Blatt einmal. Und mache das Ganze ein bisschen heller. Und das mache ich jetzt hier zu oberst. So ist es. Gut. Cool. Dann schauen wir uns nochmal das Referenzbild an. Ich mache jetzt hier noch so einen Stängel. Den mache ich mal mit einer Kontur. Ich hole mal hier dieses Braun rein. Kontur, so. Vielleicht ein bisschen mehr so in Richtung, naja, vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung grünlich, grünlich, bräunlich. Ja, so, so ist okay. So, das packe ich mir wieder ganz zu unterst, sogar unter das Papier, unter das Blatt. Komm hier zum Papier. So, das kopiere ich mir. Mach das einmal hier hin. Das Ganze ein bisschen breiter. Den Strich verändere ich mir auch noch ein bisschen. Na, eher hier in der Mitte ein bisschen schmaler werden. Und dann wird es wieder dicker. Na, dass sich das hier in der Mitte verjüngt, das ist so eigentlich nicht schlecht. Jetzt schalte ich mir nochmal dieses Bild hier aus, beziehungsweise ich lösche mir das jetzt direkt mal. Das noch ein bisschen weiter runterziehen. So, sagen wir so. Das ist doch ganz cool. Wieder alles markieren. Command G für gruppieren. Jetzt geht das schon wieder los. Trauben. Enter. Und das ist die Erdbeere. Enter. So, wunderbar. Ups, was habe ich jetzt gemacht? So, wunderbar. Das ganze Ding füllt sich allmählich. Was gibt's noch? Melone. Oh, ich stehe auf Melone. Ich mache mir jetzt mal hier einen richtig großen Kreis. Mit gedrückter Shift-Taste stelle ich sicher, dass das auch wirklich ein Kreis ist und nicht ein Oval. Okay, sagen wir mal so. So, jetzt nochmal ganz kurz das Foto studieren. Also zu äußerst ist dunkelgrün, dann ist hellgrün, dann geht es zu weiß. Genau, das weiße Fruchtfleisch ist übrigens super, super gesund. Schmeckt nur leider nicht gut. Okay, also grün, grün, weiß, rot. Probieren wir es einfach mal. So, ich mache jetzt mal ein richtig dunkles Grün als Kontur, richtig. Dann ein helleres Grün. Dann Copy-Paste. Mit gedrückter Shift und Alt-Taste, nee, mit gedrückter Shift und Command-Taste gehe ich jetzt mal noch ein bisschen näher hier ran, an den äußeren Rand. Das Innere mache ich mir jetzt weiß. Ja, sagen wir so. Schön weiß. Und das, die innenliegende Fläche, die mache ich mir jetzt wirklich schön knallrot, ungefähr so. Und hier mache ich mir die Kontur noch ein bisschen mehr in Richtung dunkelgrün und auch noch ein bisschen größer. Hier mache ich mir das entsprechend weg, was ich eben gemacht hatte. Das brauche ich jetzt. Hallo? Weg damit. Ja, Backslash weg. Gut, das sieht schon besser aus. Ich mache das noch ein bisschen größer mit Shift und Command. Ja, sagen wir mal so. Der Mittelpunkt des Kreises. Wo liegt der Mittelpunkt des Kreises? Der Mittelpunkt liegt hier. Und da. Falls ich noch mit der Melone was anderes machen möchte, gehe ich mal hin und gruppiere mir mal diese beiden Ebenen hier zu einer Melone, die ich mir als Backup behalte.
Davon mache ich mir mal eine Kopie, Command-C, Command-V. Das deaktiviere ich mir. Und hier gehe mal auf Ebene und Kontur erweitern, um hier eine Kontur zu erstellen. So, jetzt habe ich hier einmal die Kontur als eigene Fläche und das Innenleben als eigene Fläche. Hier mache ich dasselbe. Ebene, Kontur erweitern und jetzt habe ich hier ebenfalls die Kontur als eigene Fläche und das Innenleben als eigene Fläche. Sehr schön. Und jetzt mache ich mir mal eine neue Fläche für dieses Pizzastück. Ich gehe mal hier von der Mitte aus und gehe dann mal hier so rüber. Zack. So, jetzt habe ich die Hälfte dieses Pizzastücks. Das kopiere ich mir jetzt einfach, Command-C, Command-V. Einmal spiegeln, hier rüberbringen, jetzt beide auswählen und addieren. Genau, jetzt habe ich mir eine addierte Fläche hier erstellt und kann jetzt sicher sein, dass ich hier exakt denselben Abstand habe wie hier. So, diese Fläche nehme ich mir und kopiere sie mir einmal, Command-C. Ich wähle die beiden Flächen hier an und gehe auf Dividieren und dann habe ich nur noch dieses Stück hier. Command-V. Wähle mir hier die beiden Flächen an, gehe auf Dividieren und habe nur noch dieses Stück hier. Zack, und jetzt habe ich ein schönes, wirklich rundes Melonenstück. Saugeil, ich möchte jetzt schon direkt reinbeißen. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. So, jetzt ist die Frage, das hier ist ein bisschen zu knallig rot, das ist ein bisschen wässriger in echt. Ja, also es darf schon rötlich sein, aber nicht so rot wie die Erdbeere. Jetzt würde ich, glaube ich, noch ein bisschen einen Verlauf ins Weiße hin machen. Sagen wir mal so. Ich gehe mal hier hin und wähle mir mal hier ein Rot von der Originalebene raus. Sagen wir mal so, hier ebenfalls dieses Rot nehmen und deutlich weißer werden. Jetzt gehe ich mal hier mit dem Mittelstreifen ein bisschen runter. Das ganze Verlaufsgedöns mache ich mir natürlich auch radial. Passt ein bisschen besser zum runden Körper. So, alles klar. So passt das schon ganz gut. Jetzt noch ein paar Kerne. Die sehen ja aus wie Zecken. Die Zecke wird langsam. Ich mache mir hier noch einen kleinen Teil, der hellbraun ist. Okay, jetzt kann ich mir das Bild hier rauslöschen. Und jetzt gruppiere ich mir einmal hier die Zecke und nenne sie Kern. So, das ist jetzt ein sehr großer Kern, aber okay, ein bisschen kleiner geht ja alles. Command C. So ist das schon nicht schlecht. Das wieder alles auswählen, Command G für kopieren, Melonenstück. Und mit der Melone, die ich mir jetzt hier als Backup gespeichert habe, kann ich ja vielleicht auch noch irgendetwas machen in der Zukunft. Ich mache mir mal noch hier schnell einen Apfel. So. Mal grob nachzeichnen. Ja, schöner roter Apfel. Hier mache ich mir auch einen Verlauf rein. Auch wieder radial. Okay, dazu noch einen kleinen Stängel. Den mache ich mir bräunlich und zwar mit der Kontur. Hier mache ich mir jetzt ebenfalls wieder den Strich ein bisschen anders. Mal gucken. Ich mache mir diesmal hier nach oben
Ja, dass sie sich nach unten hin verjüngt. Vielleicht nicht ganz so extrem. Sagen wir mal so. So ist okay. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen runter mit der Form. Ups, das war nicht im Sinne des Erfinders. Okay, ich mache noch eine weitere Fläche hier rein. Bitte ohne Kontur, das sieht ja furchtbar aus. Ich wähle nochmal hier ein rotes Rot aus. Gehe da nochmal rein, ein bisschen röter. So, nochmal A, Auswahlwerkzeug. Ja, sagen wir mal so. Dann noch schnell das Blatt. Ja, das Grün ist jetzt ein bisschen blass. Ich glaube, ich mache das mal so. Und setze mir das unter den Stängel. Nochmal A, Auswahlwerkzeug. Ein bisschen runder machen. So, das Blatt hier. Ich mache das mal mit einer neuen Ebene. Okay, hier mache ich mal einen Verlauf rein. Mit dem Grün, hier auch nochmal grün und deutlich heller, so sagen wir mal so. Ja, komm schon. Ist doch nicht schlecht. Das Bild kann ich jetzt rauslöschen. Okay, dann wähle ich mir aber den Apfel aus. Command G, kopieren. Apfel. Och Mann, was sind das hier? Oh, Apfel, danke. Ja, die ist cool. Kopieren, einfügen. Ich strecke sie mal ein bisschen. Wunderbar. Command L für Lock. Und mit der Birne mache ich das gleiche wie mit dem Apfel. Gut, dann auch hier noch einmal einen Stängel. Ich grab mir jetzt erstmal hier so einen schönen Braunton raus. Zack. Bisschen breiter. Ja, so sieht das auch schon mal nicht schlecht aus. Dann einmal hier rübergehend. Deutlich kleinere Kontur, also schmalere Kontur. Und das Blatt. So, Kontur und Fläche auswählen. Bisschen hier so nach oben gehen. Oder Moment, ich mache das hier mal ein bisschen nach unten gehend. Unter die Runde. So. Okay. Mal gucken, was hat denn die Originalbirne noch? Die Originalbirne hat ja so kleine Punkte. Ja, das geht mir jetzt schon ein bisschen zu sehr in Richtung Detailarbeit. Aber hier ist noch so ein bisschen Glanz, kann ich reinmachen. Okay, ich kann mir schon mal dieses Bild hier rauslöschen. Dann noch ein kleines bisschen runter. Ja. Dann hier noch einmal ein bisschen Schatten. Ja. So, dann machen wir jetzt hier noch mal ein kleines bisschen Glanz. Glanz und Gloria. Ja.
Beim Blatt mache ich auch noch ein kleines bisschen Detailarbeit. Zumindest so ein bisschen. So, das ist doch nicht schlecht. Okay, ich habe mir jetzt noch eine Orange rausgesucht. Auch die darf natürlich nicht fehlen. Ich denke, ich fange hier noch einmal mit einem Kreis an. Mit gedrückter Shift-Taste und mit gedrückter Leertaste ein bisschen verschieben. Ja, so, mal kurz gucken, was kann man hier für Farben rauspicken. Also hier gibt es Orange. Packe ich einfach mal hier Orange rein. Machen wir das mal als Kontur und innenliegend Weiß. Zumindest weißer. Mhm. Die Kontur mache ich mal dicker. Sagen wir so. Und zwar eine ganz normale Kontur. Ja, so ungefähr. Gut, dann mache ich mir mal eine Fläche hier aus der Kontur mit Ebene, Kontur erweitern. Mit dem Pfadwerkzeug mache ich mir hier so ein sternförmiges Gebilde. Jawohl, jetzt haben wir hier eine weiße Fläche. So, jetzt machen wir mal. Ich mache mir hier ein paar einzelne Flächen mit diesen orangefarbenen Sachen, mit diesen orangefarbenen Teilen hier. Mhm. Stern ganz zu oberst und jetzt noch ein kleines bisschen Feintuning. Cool, sieht ja schon nicht schlecht aus. Jetzt machen wir noch ein paar ganz kleine Details rein, damit das Ganze schön flüssig aussieht. Machen wir jetzt mal deutlich heller das Ganze. Sagen wir mal so. Mhm. So, wunderbar. Jetzt haben wir überall ein paar nette kleine Details drin. Oh, Moment, warte. Hier fehlt noch eins. Ja. Oh, ist das gut. Jo, das sieht doch nett aus. Okay, hier mache ich mir jetzt mal eine so eine Kiwi hier. Also nicht so eine Orange hier, wo man nur das Ding plan sieht, sondern auch noch mit ein bisschen. Oh, das Ding hat ja Fell, genau. Ach, das sind diese grünen Kiwis, die haben ein schönes Fell, genau. Ich mache jetzt mal hier nicht mit einem Oval, gehe ich direkt ins Rennen, sondern ich mache das mal ein bisschen freier mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Ich pick mir hier mal das Grün raus, so ein schönes helles Grün, das hier. Ja, das ist ganz nett, ähnlich wie die Trauben, aber gut. So, was haben wir ansonsten? Hier in der Mitte haben wir auch wieder so einen weißen Fleck, den mache ich mir zunächst einmal. Dann gibt es noch hier einen Kranz, der etwas dunkler ist. Ich denke mal, dafür kopiere ich mir das Ding hier einfach mal. Command-C, Command-V. Das unten liegende vergrößere ich mir ein bisschen. Ja, sagen wir mal so. Hier picke ich mir jetzt dieses Grün hier raus, ein dunkleres Grün. Ja, mal gucken, wie es aussieht. Ja. Ja, was ist denn außen? Haben wir außen auch noch? Ja, außen ist so eine ganz leichte Veränderung. Die mache ich mir jetzt gerade mal zuerst, dass ich mir
hier auch mal eine kleine Verlaufsfläche reinmache. Auch hier wieder radial. Und das sieht dann schon nicht schlecht aus. Dann kümmern wir uns mal um die Kerne. Da mache ich jetzt mal wirklich nur so ganz kleine Ovale. Auch sehr dunkelbraun. So, das ist wieder eine Fleißarbeit. Mal gucken. Ja, sagen wir so, so reicht. Okay, mal das Braun rauskopieren und zack und zack. Kleines bisschen dunkler. Okay, cool. Das können wir rauslöschen. Und das verändere ich mir noch ein bisschen mehr, dass es ein kleines bisschen runder wird. Ja, das ist okay. Gut, dann haben wir jetzt schon einiges. Es füllt sich allmählich. So, wir haben außerdem noch Zwetschgen, von denen ich gar nicht weiß, ob sie überall in Deutschland so benannt werden. Ich nenne sie einfach Zwetschgen. Command L für Lock und ähnlich wie bei dem Apfel machen wir erst einmal die äußere Schicht. Ich picke mal hier dieses Violett raus. Ja, das ist schon schön. Vielleicht ein bisschen farbiger. Genau, so ist gut. So ist cool. Gut, dann wieder hier einen Stängel. Noch schnell ein bisschen Schatten unter den Stängel. Nein, keine Kontur. Ich brauche nur hier das Violett und das ein bisschen dunkler. Sagen wir mal so. Genau, unter dem Stängel ist schon richtig. So, und wir können auch hier wieder ein bisschen Glanz reinbringen. Die haben hier immer noch so einen Strich in der Mitte. Den versuche ich jetzt noch gerade ein kleines bisschen reinzubringen. Sagen wir mal so. Das und das bringe ich mal zusammen. Ja. Und mache dann noch einen Verlauf rein. Zack. Und na boah, ich nehme erstmal diese Farbe her. Zack. Stängel bringe ich wieder nach oben. Dann mache ich mir noch ein Blatt dazu. Die stelle ich mir nochmal gerade aus. Das Bild stelle ich mir wieder an. Ich picke mir das Grün raus. Jawohl. Zack, 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 zack. Ja, das ist ganz nett. Bringe ich ein bisschen mehr nach oben. Unter dem Stängel. Okay. So, das Blatt hier, Command C, Command V, bringe ich mir eine Kopie rein, mit der Fläche hier dividieren und wieder einen Verlauf. So, das ist schon gut so, würde ich sagen. Obwohl ich macht den Verlauf eher andersrum. Ja, sagen wir mal so. Okay, es füllt sich immer mehr. Grafik kopieren und einfügen. So, wieder locken. Command L für Lock. Ich fange jetzt hier mal mit der groben Form an. Mit
Pfeiltasten nach oben. Zack. Okay, ich pick mir jetzt wieder hier das Rot raus. Ich glaube, ich mache mal so ein Rot hier. Ja, schön. Ein kleines bisschen heller vielleicht. Ja, sagen wir mal so, das ist eine gesunde Farbe. Ich glaube, ich mache nur ein paar Schatten rein, dass ich mal beispielsweise hier so eine Form aufgreife. So, dieses Rot und ein bisschen dunkler. Diesen Ton speichere ich mir jetzt direkt einmal hier. Ja, sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, Command, Copy und einfügen und nochmal hier das Rot picken und mal deutlich mehr heller machen. Ja. Okay, cool. Dann haben wir jetzt auch schon mal die Himbeere. Sehr gut. Command G, gruppieren. Himbeere. Wunderbar. Welches Obst hat sich noch versteckt? Was hatte ich eben noch gesehen? Heidelbeeren. Das ist eigentlich ganz schön. Kopiere ich mir mal. Und ups. Bisschen mehr so. Command L für Lock. So, das mache ich jetzt auch erst einmal mit dem Zeichenstiftwerkzeug und nicht mit dem Kreiswerkzeug. Ich möchte hier mal eine etwas freiere Form haben. Okay, ich pick mir hier mal einen schönen Blauton von der Blaubeere raus. Oh, das ist gut. Das ist gut. Vielleicht ein ganz kleines bisschen dunkler. Ja, das ist schön. Ich mache hier mal so einen leichten Verlauf rein. Ja, sagen wir mal so. Auch hier mal radial. Nur so ein ganz leichter Verlauf. Jetzt mal diese Krone hier. Hier mache ich jetzt auch mal einen Verlauf rein. Mit dem Originalblau und einem dunkleren Blau. Ja, deutlich dunkler, sagen wir mal so. Radial. Und einmal umkehren, jawohl. Und hier im Innenraum mache ich mir auch ein bisschen dunkler. Ich kopiere mir das hier einfach mal, Command C, Command V. Setze es mal unter diese andere Ebene. Und genau hier. Passe ich mir das jetzt entsprechend ein bisschen an. Okay, das ist gut. Hier mache ich mir die Schatten noch ein bisschen mehr rein, damit sich das Ganze ein bisschen mehr separiert von der Blaubeere davor. So, ungefähr. Und dann kopiere ich mir noch einmal diese Blaubeere, Command C, Command V, mache sie etwas kleiner und spiegele sie einmal, na, vielleicht auch ein bisschen größer und noch ein bisschen so, dass wir noch mal ein kleines bisschen verändern,
damit das nicht zu sehr nach Kopie aussieht. Okay, wunderbar. Dann jetzt noch die Blätter. Oh, Blätter malen mag ich. Mag ich irgendwie, das ist cool. Okay, cool. Dann kann ich das Bild wieder löschen und Command G für kopieren. Heidelbeeren zwischendurch mal sichern. Gut, dann machen wir jetzt mal als letztes noch die Ananas. Ja, Command L für Lock. Okay, das ist jetzt etwas kleinteiliger. Offensichtlich habe ich mir jetzt den dicksten Oschi bis zum Ende aufgehoben. Ich fange erstmal mit dem Rechteck mit abgerundeten Ecken an. Machen wir die Ecken sogar noch runder, sagen wir mal so. Mal in Kurven umwandeln. Das hier mal ein bisschen nach oben. Die hier mit Doppeltangenten. Ja, okay. So, dann hat jetzt hier überall so spitze Zähnchen. Okay, das wird jetzt eine Fleißarbeit, dafür kriege ich ein Fleißkärtchen. Da mache ich jetzt mal so einen braun. Okay, dann hier noch eins. Dann machen wir hier jetzt noch ein paar Zacken nach oben. Die machen wir etwas gelbgrünlich. Ein bisschen mehr gelbgrünlich. Machen wir so. Zack. Dann haben wir schon mal das Dächlein hier gemacht und als letztes machen wir noch das Blattwerk hier oben. Nennt man das Blattwerk? Ist glaube ich kein richtiges Blattwerk, ne? Weiß ich gar nicht. Zack. Zack. Gut, dann machen wir mal hier ein größeres Blatt. Was auch immer das jetzt ist, sind ja keine Blätter. Okay, dann gehen wir noch mal nach außen. Nehmen noch einmal hier so ein Grün auf und setzen das mal nach hinten. Einmal spiegeln. Okay, cool. Das sieht doch nicht schlecht aus. So, die Ananas. Die mache ich mir auch noch mit einem Verlauf hier, sagen wir mal, zu einem etwas röteren Gelb. Und in der Mitte ein bisschen gelber und nach oben hin ein bisschen grüner. So, das Ganze auch radial. Ja.
Finde ich gut so. So, jetzt haben wir uns eine ganze Menge Obst zurechtgemacht. Oh, ich merke gerade, hier fehlt noch etwas. Ja gut, so kennst du es auch. Das auch noch ein bisschen darüber. So, zack. Zack. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Obst hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das in Herzform zusammenbringen. Ich mache mal eine neue Datei mit meiner Lieblingseinstellung 2000x2000 Pixel. Ja, so, jetzt mache ich mir erst einmal eine Herzform. Ich fange mal hier unten an, gehe mit gedrückter Shift-Taste nach oben und mal so und so. Ja, sagen wir mal so. So ungefähr. Ich merke gerade, ich kann nicht gut Herzen zeichnen, aber es erfüllt ungefähr seinen Zweck. So, das ist die eine Hälfte, Command C, Command V, einmal spiegeln und addieren. So, okay, ich mache das hier mal noch ein bisschen ein. Ich meine doch beide. Ich mache das hier noch ein bisschen runter. Okay, gut. Dann fangen wir mal an, das ganze Zeug hier reinzulegen, sodass da halt eine schöne Herzform entsteht. Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Okay. Gut. Ich kopiere mal das ganze Zeug hier. Ja. Kopiere ich mir jetzt alles mal hier rein. Erstmal ausstellen, bis auf die Ananas. Die mache ich einfach mal direkt hier in die Mitte. Ja, sagen wir mal so. Dann mache ich mal die Heidelbeeren dazu. Deutlich kleiner natürlich. Die kommen hier hin. Ah, die Orange, die kann ich benutzen, um hier oben die Rundung zu machen. So, sagen wir mal hier hin. Kiwi kommt dahin. So, dann das Melonenstück. Das kann ich auch nutzen, um hier so eine Rundung hinzubekommen. Das ist nicht schlecht. Vielleicht mache ich die Orange auch mal hier hin unter die Melone. Die Banane ist super, um hier diese Rundung hinzubekommen. Diese Rundung. Die Zwetschge habe ich bis jetzt nur einmal, die kann ich mir auch noch einmal hier hinsetzen. So, ich denke, das sieht jetzt schon ziemlich voll aus und man kann das Herz gut erkennen. Das Projekt liegt jetzt auch ziemlich voll, aber dafür ist das Ergebnis auch gut geworden. Ja, und ich denke, ich werde es jetzt dabei erstmal belassen. Vielleicht mache ich noch ganz kurz hier bei der Zwetschge noch ein kleines bisschen Glanz rein.
Zack, und ein bisschen Celegant. So, wunderbar. Dann lassen wir das jetzt auch erstmal so. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt mega Bock, in einen Obstkorb reinzubeißen. Ich habe auf alle Fälle sehr viel Spaß gehabt beim Illustrieren. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen und konntet euch einiges rausziehen. Wir werden uns ganz bald wiedersehen zu neuen Tutorials und ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Kevin. Ciao.